Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ghost of Tsushima. So, wir werden uns mal umziehen. Wir gucken mal. Nee, was? Nee, hä? Ach so. Gucken wir mal, ob wir da herausfordern können. Oh, nee, 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 nee. Sehr gut. Back. Von wo sehen die mich denn? Von wo denn? Alter, hier ist voll buggy. Die schießen auf mich. Die wissen ja nicht, wo ich bin. Hier kommen immer noch. Ich hau mal ab. Weil die schießen ja von überall. Die schießen ja aus der Luft. Alter, ist doch nicht normal. Freunde. Wie kann da sowas so buggy sein? Die schießen ja, das kommt ja vom Himmel. Ohne Scheiß, Alter, das ist doch Nonsens. Man kann doch übertreiben. Nee, Vogel, jetzt habe ich keine Zeit. Wer schießt denn da auf mich? Hier von hinten! Alter, wollen die mich veräppeln? Was? Ja, ihr habt das doch auch gesehen, oder? Frage, wo kommen die jetzt her? Alter, was ist denn hier los? Was passiert hier gerade? Was zum Teufel passiert hier gerade? Tritt sein Gebiet mit überwältigender Gegnerpräsenz. Was heißt das? Das ist so schwer, kann das sein? Ja.
Okay, das lassen wir mal lieber. Das ist, das ist unlogisch. Ich hasse unlogische Sachen. Ich mag sowas nicht. Du krepierst an was nicht möglich ist. Ich sag mal so, wenn irgendwas nicht schaffbar ist, dann mache ich da einen Totenkopf ran. Weißt du? Achtung, hier ist was, was du nicht schaffen kannst. Aber ich bombardiere nicht den Spieler mit irgendwelchen Sachen von irgendwo, die aus dem Weltall kommen, weißt du? Ich komme hier vor. Oh, Vöglein, du musst jetzt erstmal warten. Da hinten sind Gegner. Er will kämpfen. Krass, so war der da. Krass. Einfach nur krass. Sehr gut. So, wo ist der Vogel jetzt hin? Der wollte hier hoch, oder? Jetzt sieht doch wieder nach Bambusstand hier aus, oder? Ich bin geehrt, Fürst Sakai. Ihr und Fürst Shimura wieder vereint. Wir sind gerettet. Wollt uns der Vogel hierher bringen? Oh. Gyosens Augenbinde. Getragen von den Bewahrern der Legenden Tsushimas. Wenn die mich nicht sehen. Das. Ihr braucht das nicht mehr, ne? Aber ist das jetzt das, wo der Vogel uns hinbringen wollte? Ich weiß es nicht. Da hinten leuchtet irgendwas. War das nicht auch noch irgend so ein Ding? Verdammt, die kommen von hin zum anderen hier. Das ist doch Käse. Ein Fuchsbau. Na dann mal los, du. Dann mal los. Ach, warte mal. Ich werde mal hier noch schnell, damit wir hier noch ein bisschen mehr Land aufdecken. Ist voll cool gemacht. Richtig cool gemacht. Richtig cool gemacht.
Sehr gut. Sehr gut. Jawohl. Das ist schön. Das ist schön. Gefällt mir. Komm hier nicht so einfach runter, oder? So. Ja. So, wo ist denn jetzt das da hinten? Wir werden jetzt mal zum Leuchtturm noch gehen und da die Aufgabe erfüllen. Oh, da sind Gegner. Sucht mich jemand? Hirlia Gorpe! Ali! Kurki! Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, na dann mal los. Mongolengebiet. Stellt euch und kämpft! Zeugenschutz. Was ist denn das für ein Blödsinn, Alter? Was ist ein Zeugenschutz? Ich muss aber drei mit Taumeln überwältigen. Oh!
Jawohl. Oh, hier ist er eine. Ach, ich wollte das hier. Alter, ich komm hier nicht raus, sag mal. Runter da, Mensch, runter! Das sag mal, Mensch! Oh, das sind so eine Sachen, wo ich denke dann so, hey, warum sind die da eingebaut? Wisst ihr, was ich meine? Alter. Oh, die Leichenstarre, die hat aber schnell eingesetzt. Wart. Hier keine Vorräte. Was soll der Quatsch? Hier, Pfeile. So, jetzt gucken wir erstmal uns hier um hier. Waren wir in dem Zelt schon drin gewesen? Ich glaube ja. Ja, in dem waren wir schon. Hier war doch noch ein Zelt gewesen. Nach hier ist noch was. Warte mal, hier haben wir nochmal Pfeile. Artefakt der Mongolen, nein. Jetzt. Kompositbogen. Naja, könnt ihr euch da durchlesen über den Kompositbogen. Ich dreh den mal hier noch ein bisschen. Ne? Sehr schön. So. Dann nehmen wir mit hier. Nee, ach hier. Hat hier war. Böller? Bisschen Stahl noch. Eisen, Vorräte, Böller. Hier noch was dran hier. Gucken wir erstmal hier unten um, ne? Halt hier Vorräte. So, da ist noch ein bisschen Holz. Eisen. Okay, so ein Schuppen hier, oder? Kommen wir nicht ran. Ja, dann gucken wir mal den Leuchtturm selber noch an. Glocke können wir auch mitnehmen. War das alles nicht voll oder was? Sieht gut aus. Dann mal hier oder? Sprengpfeil. Warum wird mir das jetzt immer angezeigt? Das ist merkwürdig. Merkwürdig. Gut. Nein. Geh da hoch da, du Eumel. Jawoll, Leuchtturm entfachen. Sehr schön.
Das macht mich glücklich. Okay, springe halt nicht. Ist nicht so wild. Springen wird überbewertet. Ist doch viel cooler, wenn man einfach so in dieses Loch hinspringt. Oder einfach so rinläuft in dieses Loch. So, gut. Hier haben wir alles geschafft. Dann werden wir mal noch schnell rüber gehen zu dem ollen Knilsch da drüben. Duell unter Herbstblättern. Das ist doch genau das, was wir wollen, oder? Das da hinten. Verdammt. Kommen wir nicht hoch? Geht das hier hoch? Nee. Hier geht das hoch. Stimmt auf den Absatz da, oder? Oder? Nee. Nee, ist noch weiter. Ich hätte jetzt gedacht, hier. Oh, da hinten sind Winterregionen. Endlich. Ich war des Wartens schon überdrüssig. Die stehen da so lange. Das ist Wahnsinn. Ihr seid kein Krieger, nur ein mordender Hund. So gefällt mir das. Na los, Sakai. Ich habe mich schon darauf gefreut. Das ist so edel, Alter. Duell unter Herbstblättern. Könnte da so ein Dings hier sein, so ein Ball. So ein Schulball, wisst ihr? Mal gucken, ob wir beim ersten Mal schaffen. Oh, well. Ja, so schaffen wir ja nichts. Beim Roten weg. Sie wären noch am Leben, wenn ihr schneller gekommen wärt. Jetzt bin ich hier. Ja. Jawoll, Alter, sehr schön. Das war perfekt. Das war perfekt. Das war gut.
Ihr werdet nie mehr töten. Oh, mein Puls ist noch normal. Ah, herrlich, Alter. Ich bin hier so viel riecht. Ich muss mich dem Mann stellen, der die Ronin schickte. Der Musikant in der Omogi-Bucht weiß vielleicht, wo Kojiro ist. Wollen wir denn noch schnell machen? Wir fragen den einfach mal. Machen wir eine längere Folge draus. Aber so können wir den Typen dann erstmal... Und die neue Rüstung. Ja, stimmt. Wir kriegen ja dann eine neue Rüstung. Bin ja so viel riecht. Oh. Das war gut. Das war perfekt. Also die Blocks waren perfekt. Junge, scheiß, die waren dann. So, warte mal. Ja, guckt ruhig, ich bin ein Samurai hier. Pinuten sind lecker. Fürst Sakai, den Göttern sei Dank. Kojiros Strohhüte, mit denen ich kämpfen sollte, sind tot. Er wusste es bereits, mein Herr. Ich sagte euch, er ist kein gewöhnlicher Mann. Ihr habt ihn wiedergesehen? Er kam zurück, meinte, ihr verdient den Tod durch seine Hand. Er wartet in einer Höhle am Umi-Kloster auf euch. Territorium meines Clans. Das wird er bereuen. Ihr dürft ihm nicht entgegentreten. Mit seiner dämonischen Rüstung ermüdet er im Kampf nicht. Das werden wir ja sehen. Ich bete für euren Sieg. So, Omikol-Kloster, da waren wir doch schon gewesen, oder? Jawohl. Geil, dass man hier überall schnell reisen kann. Das ist richtig gut gemacht. Freunde. Ja, wir mal gucken, ob der... Fürst Sakai! Endlich! Der Musikant sagte, eure Rüstung sei dämonisch, Kojiro. Glaubt ihr ihm? Ihr hättet eine Legende bleiben sollen. Oh, mit die schwimmenden Dings. Duell auf dem Spiegel des heiligen Lichts. Mein Gott, die Schulbälle werden immer pompöser. So, Freunde, mal gucken, ob sie genauso gut läuft wie vorher. Ich finde das so geil. Ah, nee. Verdammt. Nein, 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 nein. Nein, Mann. Nein, fuck. Ich habe 1000 Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss. Der Musikant hatte recht. Ihr seid ein Dämon. Mist. Ja.
Oh, nein, 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 nein. Seid ihr derjenige, der mich tötet? Ich hoffe nicht. Ist das das, was ihr wollt? Verdammt. Oh. Nein, 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 nein. Oh, Alter, wartet. Alter. Junge, Alter, da war doch ja kein, da war da ja kein Strich mehr bei meinem Balken. Die sechs Klingen des Kojiro. Uiuiuiui. Alter. Schon wieder zwei Punkte. Was? Das war scheiße knapp. Gehörte einem Strohhut, der bekannt war für Verschlagenheit und Betrug. Verschlagenheit ist doch Geisterwaffen. Geister. Da können wir zum Beispiel diese Sache da einbauen. Das werde ich mal noch aufrüsten, denn warte mal, Talismane. Da haben wir doch. Wie hießen die hier? Die Pfeile? Hier, das hier, ne? Nee. Hier, da. Bleib unentdeckt, wenn du Gegner aus dem Gras heraus ermordest, ja. So, was haben wir hier noch? Hier, das war eine Äscherung. Merken. Das ist aber auch cool. Lass mal das nehmen. Geistwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Nehmen wir mal. Haben wir hier noch irgendwas? Pfeilschaden. Verringert die Geschwindigkeit, mit der dich Gegner bemerken. Das ist auch gut. Hier, das hier nehmen wir noch. Und dann das, was hier. Wo war das jetzt?
Vielleicht war ich ja da oben. Wo war das jetzt? Hier. Schatten. Schatten. Gut. Können wir auf jeden Fall noch ausbauen. Kensei-Stirnband. Sehr gut. Aber ich habe doch hier vorhin noch irgendwas gesehen. Hier, guck mal, hier sind noch Zeugs. Der hat sich richtig schön gemacht hier. Muss man ja mal sagen, ne? Gut. Würde ich aber sagen, kleidungsmäßig. Hat. War da noch was? Hier. Okay, ich weiß, wir sind schon über der Zeit, aber ich würde sagen, wir zotteln mal kurz hier hin. Dann können wir uns das Geschenk abholen und dann noch schnell die Rüstung ausbauen. Und dann machen wir auch schon Schluss. So einfach. Hier. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Ich werde dafür sorgen, dass ihr stark und sicher seid. Damit seid ihr sicher. Viel besserer Schutz. Die anderen haben wir ja alle schon hoch, ne? Ja, hier ist voll. 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 Jo, ist alles. Wir sehen uns wieder. Ne? Da geht's für eine Rüstung an. Ach so, das ist die Rüstung. Alter. Coole Sache. Irgendwie gefühlt jede Folge hören wir hier auf. Naja, nee. Aber wir haben hier schon öfter so viel gehört. So, Freunde. Geschenk sammeln. 100 Vorräte. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.